Hallo, ich bin Tim, das ist Magi. Wir haben ein katalanisches Restaurant in Berlin und wir werden heute ein paar klassische katalanische Gerichte für euch zubereiten. Feliz Diada für euch alle. Und heute Abend werden wir für euch ein Chato machen. Das ist ein Salat mit Fisch und einer sehr besonderen Soße. Ein Suquet de Peix und eine Matomus mit ein bisschen Honig, Karamell. Für unser Chato verwenden wir frischen Fraisé-Salat, weißen Thunfisch, Anchovies aus Eole Scala, gepökelten Kabeljau, Arbequina-Oliven. Dafür brauchen wir natürlich noch eine Salsa. Die machen wir aus Niora-Paprikas, Mandeln, Haselnüssen, getrocknetes Weißbrot, etwas milden Weinessig, Olivenöl, Tomate, Knoblauch, Meersalz, Pfeffer und süß geräucherte Paprika. Wir fangen jetzt mit der Chateau-Soße an. In diesem Fall werden wir Tomaten und Knoblauch im Ofen bei 200 Grad für 30 Minuten backen. Dazu werden wir noch ein bisschen Olivenöl dazu tun. Ja. Jetzt haben wir hier unsere Tomaten und den Knoblauch. Haben wir schon ein bisschen abkühlen lassen. Daraus werden wir jetzt die Chateau-Soße herstellen. Die gute Sache bei Knoblauch, wenn du den einröstest, ist, dass es nicht mehr scharf ist und hat nur diesen angenehmen Geschmack. Der stört aber keine und kannst du auch sehr gut verdauen. Das nennen wir in Katalonien Escalivar. Man macht dieses Prozess normalerweise mit Paprikas und Zwiebeln und Auberginen zum Beispiel. Und in diesem Fall, wir machen das mit Knoblauch und Tomaten, damit die Soße schon angerösteten Geschmack hat, aber nicht scharf bleibt. Und dazu packen wir jetzt die gerösteten Haselnüsse, die Mandeln ebenso. Gut eine Handvoll von diesem gerösteten Brot. Dann haben wir hier unsere Niora, so eine rote Paprikasorte, getrocknet. Man kann sie trocken reintun, man kann sie auch vorher in Wasser einlegen, wie man möchte. Man kann die in Berlin finden. Ist nicht so die allerüblichste Produkt, aber wenn man in ein spezialisiertes so mediterranisches Lebensmittel-Supermarkt geht, kann man die auf jeden Fall finden. Gute Prise Meersalz auf jeden Fall. Meersalz ist nicht so intensiv wie Jodsalz, sondern ist ein bisschen milder. Die Paprika mit dem milden Weinessig hinzugeben. Und das Ganze wird jetzt richtig mit einem Pürierstab durchpüriert, bis es eine Masse ergibt. Wir haben unsere Chateau-Soße fertig. Die soll eine Konsistenz haben, die relativ fest ist. Es ist eine Soße, die sehr reich ist. Man muss ein bisschen versuchen, dass es eine schöne Balance zwischen der Säure und die cremigen Nüsse, die drin zu finden sind. Das ist wunderschön, die Farbe sieht man, ne? So richtig schön. Und dann werden wir unseren Chateau-Salat anrichten. Als Grundprodukt werden wir erstmal den Frisee-Salat erstmal auf dem Teller schon ausbetten. Danach werden wir dann den Kabeljau schon in kleine Tranchen schneiden, also keine Streifen. Nachdem auch gleich den Thunfisch auf den Teller mitlegen, ruhig reichhaltig, ruhig vier Stücken. Man sieht, das Gericht ist mit viel Fisch, weil danach werden auch die Anchovas kommen. Weil es ein Gericht ist, was man zur Produktion des neuen Weines sozusagen isst. Das heißt, der erste Wein im Jahr wird eine große Feier gemacht und dort wird meistens dieses Gericht gereicht, was reich an Salz ist, Fetten. Die Chateau-Salat ist typisch aus der Region Penedès oder Algarraf. Man sagt noch nicht genau, welche Region das gehört und es gibt natürlich einen riesigen Streit deswegen. Aber was stimmt ist, dass die beiden feiern jedes Jahr ein Wochenende vor Karneval, dieses Fest mit dem neuen Wein und die essen dazu dann die besten Chateaus des Jahres. So, zum Schließen, wir werden die Anchovies darauf machen. Anchovies findet man natürlich in verschiedenen Arten und Qualitäten. Da kann man aber am besten ein bisschen mehr investieren. In Katalonien, wir lieben Anchovies aus La Scala. Das ist ein Küstendorf in der Costa Brava im Norden. Weil wir finden, dass der Balance mit dem Salz und dem Fischgeschmack am besten ist.
Die sind auch selbstverständlich zu finden in Berlin, aber natürlich jeder Sorte gute Anchovy sollte sehr gut passen. Da hätten wir jetzt schon unsere Vorspeise, das Chateau auf frischem Frisee-Salat mit gepökelten Kabeljau, weißer Bonito bzw. Thunfisch, Anchovas aus D.O. L'Escala, die Salsa Chateau und etwas Oliven. Ganz schlicht, aber extrem lecker. Als Hauptgericht werden wir ein Suque de Peix zubereiten. Das ist das Gericht von der katalanischen Mittelmeerküste. Dazu verwenden wir Lou de Mer, also ein Wolfsbarsch, Kaisergranat, Garnelen und Venusmuscheln. Für das Soufrigide benutzen wir frische und süß geräucherte Paprika, geriebene Tomate, Zwiebel und Knoblauch. Und für die Picada Mandel, Petersilie und Brot. Das Ganze wird jetzt noch mit einer Fischbrühe aufgegossen, aufgekocht und dann sozusagen als einer Suppe serviert. Wichtig ist für die Suque de Peix, dass wir eine gute Picada machen. Picada ist ein Element von der katalanischen Küche, die extrem wichtig ist, um Schmorgerichte oder warme Küche zu rund machen. Und es geht sehr einfach. Also man nimmt die Zutaten in einen Mortier. Wenn ihr kein Zuhause habt, ist auch nicht so schlimm. Man kann das natürlich mit einem normalen Küchengerät verarbeiten. Aber wirklich, es lohnt sich sehr, Zeit zu investieren, eine gute Picada zu machen, weil das ist die Abrundung des ganzen Geschmacks. Wenn die Picada fertig ist, man kann ein bisschen Flüssigkeit extra reintun. Heute werden wir ein bisschen Fischbrühe, nur ein bisschen zum Binden, ja? Damit es danach viel, viel besser in unseren Suque de Peix integriert wird. Wir werden anfangen, wir müssen erstmal sortieren den Fisch und die Garnele und die Kaisergranate. Mit heißem Öl, heißem Olivenöl bitte. Mit dem gleichen Öl, wo wir die Garnelen, Kaisergranaten und Wolfsbarsch gebrettet haben, werden wir jetzt die Gemüse garen, das Soufflagette machen. Soufflagette ist fertig, wenn die Gemüse so ein bisschen strahlend sind. Ne? Muss man gucken, dass das ganze Wassergehalt von der Gemüse schon weg ist und dass sie ein bisschen karamellisiert haben. Es ist wichtig, ein bisschen Zeit zu investieren, damit die ganze natürliche Zucker rauskommen können und die leichte Säure von den Tomaten und manchmal von der Paprika auch weggeht. Jetzt werden wir einfach wieder unsere Meeresfrüchte reintun, mit den Venusmuscheln auch, mit der Brühe eingießen und jetzt endlich die Picada auch reintun. Wenn es fängt dann aufzukochen, wir müssen nur noch unsere Picada reintun. Die Picada verbreitet ein bisschen den Geschmack von unserer Suppe noch und macht die Brühe ein bisschen dicker. Das muss dann alles zusammen 10 Minuten kochen und kann man schon einrichten und essen. So, jetzt haben wir unsere fertige Suque de Peix und die werden wir jetzt in einem Keramiktopf anrichten. Da können locker bestimmt 5 bis 6 Personen davon essen. Ja, ja, als Trinkempfehlung dafür könnte man sich gut eine weiße Garnacha vorstellen aus dem Empordà. Empordà ist ja mehr Costa Brava, wo das Gericht eigentlich auch herkommt. Die weiße Garnacha ist da sehr zu Hause und eine schöne gereifte Traube
die am besten noch im Holzfass lag. Ein schöner, robuster Weißwein, komplex, leicht tannine, passt dazu wunderbar. Als unser Dessert machen wir einen echten Klassiker, ein Melimateau. Dafür brauchen wir Schlagsahne, optimalerweise 30%, Zucker, Honig, Walnüsse und Mateau. Alternativ haben wir heute einen Schichtkäse, der in Deutschland leichter zu kaufen ist. Jetzt werden wir zuerst die Schlagsahne zusammen mit Zucker aufschlagen. Jetzt haben wir die Sahne geschlagen und jetzt wird langsam das Mateau bzw. der Schichtkäse untergerührt, bis wir eine gleichmäßige Masse haben. Mateau ist ein Produkt, der eigentlich in Katalonien sehr üblich war, weil damals hat man zu Hause vorbereitet. Das Milch wurde gekocht und dann gerinnen und dann einfach mit einem Tuch filtriert und hat jeder das zu Hause gehabt. Ist auch heute sehr beliebt, weil es sehr eiweißreich ist. Wenn es alles schon gut eingemischt ist, muss kalt gestellt werden für 1 oder 2 Stunden. Für unseren Melimateau heute werden wir ein Honigkaramell vorbereiten, damit wir was Knackiges dazu essen können. Es geht relativ einfach, aber muss man ein bisschen aufpassen. Wir fangen mit einem leeren Topf. Wir machen direkt den Zucker rein, heiße Flamme und dann ein bisschen Honig drin. Wichtig beim Karamell machen ist, dass der ganze Zucker gleichzeitig karamellisiert. Da muss man ein bisschen aufpassen, so kurz rühren immer noch. Ich beobachte selber sehr gerne die Blasen. Man merkt jetzt zum Beispiel, haben wir schon eine goldene Farbe, aber wir haben noch sehr viele Blasen. Wenn es sehr viele Blasen gibt, bedeutet noch ein bisschen Flüssigkeit, daher wurde unser Karamell nicht richtig fest, nicht richtig knackig. Muss man ein bisschen warten. Hier muss man natürlich aufpassen, dass die Sache nicht ein bisschen zu heiß wird und dann nicht brennt. Das ist ein bisschen eine kleine Kunst, aber eigentlich sollte man keine Angst haben. Bald fertig, man sieht schon, die Blasen sind kleiner geworden und der Karamell hat eine schöne Farbe. Es riecht auch extrem gut nach Honig. Um eine dünne Schicht zu bekommen, wir können das Karamell auf ein Backpapier legen und dann zum Beispiel mit einem anderen Backpapier, ganz vorsichtig, das ist heiß, ja, immer vorsichtig, können wir drauf tun. Und egal, was ihr habt zu Hause, könnt ihr ein bisschen drücken, damit es dünn ist. Aber bitte nicht mit den Händen, es ist heiß. Und jetzt muss man nur warten, dass es kalt wird. Jetzt haben wir hier unsere Masse aus dem Schichtkäse und der Schlagsahne. Nehmen wir einfach sozusagen 2 Löffel und ziehen 2 so eine schönen Bällchen ab. Ziemlich einfach, braucht ein bisschen Übung, aber eigentlich ist es nicht schwer. Platzieren die so ungefähr ein bisschen nebeneinander, damit es auch ein bisschen schick aussieht. Dann haben wir hier ein paar Walnüsse, die werden wir einfach so ein bisschen mit dranlegen. Dann haben wir hier unser Karamell, was wir hier zwischen dem Papier gepresst haben. Und brechen da einfach mit der Hand ein paar schöne Stücken ab. Einmal hier. Einmal da. Melimateau. Jetzt haben wir hier unsere 3 Speisen vor uns. Da sieht man mal was zu sagen, wann zu Hause nach katalanischer Art vorbereiten kann, zubereiten kann. Ja, da wünsche ich mal einen guten Appetit. Lassen Sie es schmecken und bis bald.